das auch gerne erklären. Ich will Ihnen das auch gerne erklären. Ja, Christen werden verfolgt, aber auch Buddhisten, Muslime und Juden. Es gibt Juden, die werden in muslimisch geprägten Ländern verfolgt. Es gibt Muslime, die werden in buddhistisch geprägten Ländern verfolgt. Es gibt aber auch Christen, die in christlich geprägten Ländern verfolgt werden, sogar von Christen selbst. Die Realität ist eben komplex, und in Ihrem Antrag werden Sie der komplexen Realität einfach nicht gerecht. Die Folge ist, Christenverfolgung wird in Ihrem Antrag einseitig als ein Problem islamischer Staaten deklariert. Damit legen Sie bewusst die Axt an die Gleichwertigkeit aller Glaubensgemeinschaften. Sie sagen, Sie wollen Christen schützen. Tatsächlich aber spielen Sie Religionen gegeneinander aus. Die Forderungen in Ihrem Antrag sind so nichts weiter als Abschottungsromantik. Entwicklungshilfe kürzen, Handelsprivilegien abschaffen, Visa einschränken. Wenn Austausch oder Jesiden in Syrien, vielerorts sind Religionsgemeinschaften unterdrückt. Staaten, Kirchen und alle friedliebenden Religionsgemeinschaften müssen miteinander die Religionsfreiheit verteidigen, anstatt sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Und lassen Sie uns ein Stück dazu beitragen. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch eine Zwischenintervention. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Dr. Anton Friesen. Bitte. Kurzintervention geht. Ja, vielen Dank erstmal. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Behauptung, dass die weltweite Religionsverfolgung, insbesondere von Christen, nichts mit dem Islam zu tun hätte, einfach nicht der Wirklichkeit entspricht. Schauen Sie sich einmal einfach den Weltverfolgungsindex an. 8 von 10 der Top-Staaten sind mehrheitlich muslimische Länder. Also es trifft einfach nicht zu, dass der Islam da gar keine Rolle spielt. Vielen Dank. Wollen Sie antworten, Frau Kollegin? Ich möchte gerne mit dieser Rede betonen, und ich denke, da haben Sie ja auch an dem Beifall aus dem gesamten Haus gesehen, dass das durchaus hier keine Meinung ist, die Freien Demokraten teilen. Ihr Antrag... Möchten Sie meine Antwort hören? Okay. Dann müssen Sie keine Kurzintervention machen. Könnten Sie jetzt bitte der Kollegin zuhören? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Güte Jensen möchte gerne antworten auf die Kurzintervention. Bitte hören Sie ihr zu. Frau Kollegin, bitteschön. Ich möchte gerne mit dieser Rede auch zeigen, dass nicht nur die junge Generation, sondern dieses gesamte Haus, mit Ausnahme von Ihnen, dafür steht, dass es hier nicht nur um Christenverfolgung geht, sondern darum, die Religionsfreiheit weltweit zu gewährleisten.